weiß, das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Das Begräbnis. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Martha is Dead. Man sieht leider nur die Brüste, man sieht nicht den Bauch, weil es war, denke ich mir mal, ein Bauchschuss. Der eine hat ja davon gesprochen, dass er, dass so wie, da wo sie getroffen wurden, ist sie eh nicht mehr lange überlebt. Eigentlich haben wir nicht viel Auswahl, ne? Die Zeremonie ist heute. Und deshalb brauche ich ein passendes Kleid. Ach so, jetzt dürfen wir mal das andere anziehen. Okay. Es war kein Kleid, aber... Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Nein, nein, meine Tasche ist nicht hier. Mein Tagebuch. Lapos Brief. Lass mich raten, die Mutter hat die geklaut, die Sachen. Wie geht es ihr? Wie geht es meiner Tochter? Bitte, Doktor, erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Okay. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich untersucht. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist ihre Art von Bewältigung. Na, hören kann ich die jetzt nicht mehr wirklich, aber ich kann auch immer noch nicht öffnen. Also selbst über die Kopfhörer kann ich ihn nicht mehr verstehen. Ah, jetzt. Müssen wir immer mal schauen, ob sich da irgendwas geändert hat. Und wenn die Tasche hier irgendwo ist? General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Der Schuss in ihren Rücken hätte sie töten können. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torri. Telefonnummer 1185. Havanelle Val di Pesa entfernt. Der deutsche Widerstand auf den toskanischen Hügeln hat den Angreifern viel abverlangt. Schmetterlingsnetze. Die armen Geschöpfe. Ich hatte so viel Spaß mit ihnen. Ach so, ich dachte, der Typ geht angeln. Jetzt ist die Hand weg. Okay, also dieses Bild verändert sich anscheinend immer mal wieder. Tja, ich hätte gerne immer noch den Schlüssel, ne? Es ist halt doof. Ich weiß, wir sollen runtergehen, aber wir brauchen die Tasche. Den Schlüssel hätte ich auch gerne.
Sie hat ja auch gesagt, was ist, wenn meine Tasche hier irgendwo ist? Nur ich kann ja nichts öffnen und nichts, deswegen... Da ist auch nichts Neues. Da drin kann man auch nichts machen. Oh, da ist meine Tasche, Gott sei Dank. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Nein. Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich wollte nur gucken, ob das so ist. Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Ach, Leute. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was ist mit dem Brief? Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein, nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. 6934 steht hier nicht drauf. Das heißt, das ist nichts, was wir kennen. So, wir können noch mal einen Moment alleine sein mit der Schwester. Ich denke mal, das ist kein Problem. Aber wir wissen halt immer noch nicht, wo der Schlüssel ist. Und können auch immer noch nicht das Kästchen öffnen von der Schwester. Versuchter Mord in La Romola. Nach dem Mord an Julia K. ist heute ihre Zwillingsschwester das Opfer eines weiteren Mordversuchs geworden. Der Zustand des jungen Mädchens, das von den deutschen Truppen gefunden wurde, bietet keinen Grund zur Sorge. Das politische Motiv dahinter wird immer deutlicher. So war das nicht. Das ist alles falsch. Mama hat mich gefunden. Die deutschen Soldaten haben auf mich geschossen. Ich sage am besten gar nichts. Die Wahrheit glaubt sowieso niemand. Okay. Ich sollte den Hörer abnehmen, aber schweigen. Wenn ich den Anrufer zuerst sprechen lasse, finde ich heraus, wer es ist. Ah, wo ist denn das Telefon? Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ist da jemand? Herr Erich? Das ist Nanni. Ihr kann ich mich anvertrauen. Nanni? Hallo? Ich bin's. Was? Hallo? Oh Gott, ich glaube, ich träume. Nein, Nanni, du träumst nicht. Ich bin es wirklich. Julia. Ach du lieber Gott, Julia, mein kleiner Spatz. Wie wundervoll. Du, tut mir leid, aber ich dachte, du wärst tot. Ich habe deine Leiche gesehen. Es macht mich so glücklich, dass... Könntest du mir erklären, was hier los ist, mein kleiner Spatz?
Ich erzählte Nanny alles, was vorgefallen war. Sie war natürlich traurig wegen Martha, aber gleichzeitig auch sehr glücklich. Ich war diejenige, zu der sie eine besondere Bindung hatte. Ich erklärte ihr, dass ich versuchen wollte, die weiße Frau zu treffen, auch wenn es eine verrückte Idee war. Aber sie hielt mich nicht für verrückt. Ganz im Gegenteil. Sie erklärte mir, was ich tun musste, um sie zu treffen. Es war ziemlich kompliziert. Ich notierte alles sorgfältig in meinem Tagebuch. Wer weiß, vielleicht tat sie es nur, um mich zu beschäftigen, während sie überlegte, was sie mit mir machen und wen sie warnen soll. Das werde ich allerdings nie erfahren, denn am selben Tag wurde die Villa von einer Bombe getroffen und Nanny starb. Sie starben alle. Wir hätten in diesem Haus sein sollen. Aber stattdessen, arme Nanny. Mach's gut, Nanny. Ich hab dich lieb. Mach's gut, mein Schatz. Ich dachte, ich hätte dich verloren. Pass auf dich auf, mein kleiner Spatz. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Oh. Ja, dann rufen wir doch direkt mal an. Verwenden, um die Nummer zu wählen. Aber wie? Okay. Du hast diese Nummer angerufen. Verdammt, dann muss Lapo tot sein. Ruhe in Frieden, stolzer Kamerad. Ja, Lapo ist tot. Ich bin Ju... Nein, nein, nicht reden. Wir müssen nicht wissen, wer du bist. Wenn du diese Nummer anrufst, bedeutet das, dass Lapo möchte, dass du seine Arbeit erledigst. Ein Telefonkabel in der Nähe des Hauses des deutschen Generals Erich K. muss gekappt werden. Eines führt zum Haus. Aber es gibt noch ein weiteres Kabel, von dem wir vermuten, dass es mit einer geheimen Basis verbunden ist. Und genau das muss abgeschnitten werden. Wenn du deutsche Fahrzeuge in der Nähe siehst, gib uns sofort Bescheid. Wir werden unter dieser Rufnummer nicht mehr erreichbar sein. Sie kann nur einmalig verwendet werden. Der Telegraph sollte sicherer sein. Frequenz X, telegrafiere vor der Nachricht, die Stadt brennt, um dich zu identifizieren. Lang lebe das Vaterland! Lang lebe die Befreiung! Soll ich das Kabel sabotieren und zum Spion werden? Ich weiß nicht. Mein Vater ist Deutscher. Ich würde ihn damit verraten. Obwohl er selbst den Krieg hasst. Aber was ist mit Lapo passiert? Und diese Typen? Wenn ich das Leben von jemandem retten kann, sollte ich es vielleicht versuchen. Oder vielleicht kann ich mit Papa darüber reden. Er kann mir bestimmt einen Rat geben, was ich tun soll. Ich habe von all dem überhaupt keine Ahnung. Was hast du dir dabei gedacht, Lapo? Ich hasse es, ich hasse es. Keiner hat mir gesagt, dass das Spiel ein Entscheidungsspiel ist. Grundsätzlich ist es natürlich oft gut, den anderen zu helfen, weil dadurch der Krieg eventuell schneller zu Ende ist. Andererseits, es kann natürlich sein, dass dadurch auch der eigene Vater stirbt. Beziehungsweise die eigene Familie. Oh Gott. Die Mutter mochte ihn nicht, was ihn sympathischer macht. Oh Gott. Zum Zerschneiden des Kabels brauche ich eine scharfe Schere. Eine Schneiderschere sollte ausreichen. Ja, die haben wir ja. Oh mein Gott, wir werden Spionen. Wir müssen erstmal unsere Schwester noch finden und dann das mit dem Kabel machen. Moment, was hat er jetzt gesagt? Eine Leitung führt zum Haus. Aber von wo? Sollen wir die jetzt am Haus?
Krankenhaus? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir müssen wahrscheinlich nach unten zu dem einen hin, wo die Kühe waren, nehme ich mal an. Ich schau mal eben, das ist nämlich jetzt offen, dass wir mit der Schwester noch mal kurz alleine sind vorher. Okay. Der arme Kleine. Er ist tot. Armer kleiner Kerl. Sein Platz ist an Marthas Seite. Nanni nennt mich immer kleiner Spatz. Das ist der Teil von mir, der mit Martha gestorben ist. Er wird sicher sein bei ihr. Hier, Martha, mein Herz. Behalte ihn. Ich fange an zu verstehen, wie schmerzhaft dein Zustand gewesen sein muss. Nicht mit anderen kommunizieren zu können, ist wirklich eine Qual. Ich habe dich beneidet, weil ich nicht sah, wie du leidest. Ich habe deinen Mut nicht verstanden. Ich vermisse dich so sehr, Martha. Ich bin nicht würdig, deine Kleider zu tragen. Okay. Von meiner Beerdigung gibt es nur ein paar Unterschriften. Hätten die Leute gewusst, dass es sich tatsächlich um Martha handelt, wären es viel mehr gewesen. Es tut mir leid, dass ich dir auch das genommen habe. Ich würde ja jetzt gerne viele Fotos machen, aber... Ich schätze, dass uns das überhaupt nicht weiterbringt. Was haben wir da? Gemeinde San Casciano. Provinz Florenz. Sterbeurkunde. Aus dem Register der Sterbeurkunden der Gemeinde Nummer 174, Teil 3. Serie 12 des Jahres 1944. Es wird an diesem 16. Juli des Jahres 1944... der Tod von Julia K. bescheinigt. Bewohnerin von Via Percebaia, geboren am 26. Februar 1923 in La Romola und Tochter von General Erich K. und Irene K. Don Attilio D. wird die Beerdigung abhalten und der geschätzte Herr Alberto M. wird sich um die Beisetzung auf dem Friedhof von La Romola kümmern. Telefonnummer 6537. Öffentlicher Staatsdienst. General Galeazzo T. Okay. Sonst können wir hier allerdings nichts machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zeitung. Zeitung haben wir gelesen. Warum da kein Häkchen ist, weiß ich nicht. Lies das Tagebuch. Okay. Wie komme ich zum Tagebuch? Protokoll ist ja nicht mein Tagebuch. Ach so, nee. Habe ich das im... Doch, ich habe das doch im Inventar, ne? Moment, das ist das Tagebuch. Och, geh da rein. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt und mir eingeredet, dass ich es war, die Martha verletzt hatte. So sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt. Aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen. Auch den des Wahnsinns. Okay. Jetzt weiß ich, wie ich die weiße Frau treffen kann. Nanni hat mir alles erklärt.
Ich muss versuchen, sie früh am Morgen zu treffen, wenn es neblig ist. Sonst war alles umsonst. So heißt es in der Legende. Das hier muss ich also tun. Erstens, ich muss ihren Verlust wieder heraufbeschwören, indem ich sie in Kontakt mit ihrem Liebhaber bringe. Um das zu tun, muss man laut Nanny das Grab des Geliebten im Wald suchen. Papa hat immer gesagt, dass Infrarotfotos etwas sichtbar machen, was das bloße Auge nicht sehen kann. Vielleicht sehen sie dann auch Geister. Daran wäre jetzt nichts Seltsames, wenn man bedenkt, dass ich doch versuche, einen zu kontaktieren. Verrückt. Zweitens, ein Teil von mir muss ihre Welt betreten. Eine Haarlocke sollte reichen. Ich brauche also eine Schere, um welche abzuschneiden. Drittens, ich brauche ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ich weiß noch nicht, was ich dafür tun muss. Hoffentlich fällt mir irgendwas ein, wenn ich es am wenigsten erwarte. Viertens, um mit ihr zu kommunizieren, muss ich meine Tarotkarten benutzen. Ich werde die weiße Frau auf der Insel treffen, auf der ihr Geliebter hingerichtet wurde. Okay. Ja, haben wir doch eine große To-Do-Liste, würde ich mal sagen. Schere haben wir, Tarotkarten haben wir, das ist kein Problem. Ein Objekt, das ihre Welt mit meiner verbindet. Ganz blöd gesagt, das könnte die Schwester sein. Die ist noch da, aber ist auch schon tot. Es muss neblig sein, können wir jetzt natürlich noch nicht machen. Um Infrarotfotos zu machen, brauche ich einen... Achso, Moment, das haben wir schon, ja. Das ist nur der Hinweis. Fahrrad, das interessiert mich ehrlich gesagt gerade nicht so. Finde den Telefonmast, schneide die Leitung durch. Ein Telefonmast, ach so. So, die Nummer, die Kommunikationsleitung ist klar. Ab sofort kannst du das Telefon benutzen. Na gut. Aber wo finde ich jetzt so ein Mast? Ich habe hier Strommäste, ja. Der Rabe macht einen Riesenaufstand. Kann ich hier einfach so hoch? Kann ich? Der Rabe muss mal eben warten. Vielleicht ist es derselbe Rabe, der den armen Spatz getötet hat. Ja, da kann ich auch direkt nach gucken. Na komm schon. Nimm es auch an, wenn ich drauf drücke. So. Puh. Ich glaube nicht, dass das der richtige Mast ist. Dein Ernst? Ich dachte, das kann nur an einen Mast gemacht werden. Also da, wo ich hochklettern kann. Oh. Okay, jetzt muss ich auch den richtigen Mast finden. Dann sollten wir uns vielleicht doch erstmal um den Raben kümmern. Wo ist denn der? Ich hasse Mobbing. Doch es schien fast so, als wollte der Rabe den kleinen Vogel wieder zum Leben erwecken. Ja, aber das... Der ist doch irgendwo hier draußen. Denn? Oder ist er jetzt reingeflogen? Nee. Ach, da ist er. Okay, wo willst du hin? Ich habe schon verstanden, dass ich dir folgen soll, aber wo willst du hin? Zu Leichen? Nee, das ist nur Stoff. Hallo. Ein Kleid. Es ist aus demselben Stoff wie der Fetzen, den ich neben dem See gefunden habe. Es ist sogar zerrissen. Es muss von Mutter sein.
Ach du meine Güte. Ich hatte den Verdacht, dass Mama in den Mord an Martha verwickelt sein könnte. In diese Gedanken verloren vergingen Stunden und ich vergaß die Beerdigung völlig. Als ich merkte, dass es bereits Abend war, trugen sie den Sarg bereits zum Friedhof. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich genau, aber ich wollte es nie wahrhaben. War sie es gewesen? Es fiel mir schwer, es zu glauben, aber es ergab alles einen Sinn. Am See muss sie gedacht haben, dass Martha ich sei, denn sie war überzeugt, dass ich tot bin. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.